Hallo Leute, es geht heute weiter mit dem Police Simulator. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich freue mich. Wir haben eine neue Schicht, wir haben einen neuen Stadtteil, wir haben neue Ausrüstung und eine neue Einsatzart. Wir haben jetzt unter anderem eine Radarpistole. Wir können Raser melden. Und wie gesagt, wir haben Buffer Landing freigeschaltet. Wir bräuchten einen zweiten Stern, um einen nächsten freizuschalten, also mit noch weiteren Sternen. Bauen wir die weiter durch und dann haben wir hier noch irgendwann neue Stadtteile. Also Step by Step kriegen wir das jetzt irgendwo hin. So, dann fangen wir nämlich an jetzt in Buffer Landing, würde ich sagen. Wir gehen wieder 15 Minuten Länge. Und die Frage ist, können wir... Ist es weitere Fußstreife? Schauen wir mal. Ist es nur so. Ich kann Polizisten Leute verhaften. So, was haben wir denn als nächstes? Melder. Ach, das ist so. Okay. Geil. Wir dürfen heute blitzen. Wir melden Raser mit der Radarpistole. Okay, dann machen wir dann mal was anderes. Das ist mal wieder was Cooles. Also ich find's cool, das ist abwechslungsreich. Das ist auf jeden Fall. Wir haben angefangen normal, klar. Oh, wir sind im Knast. Als die ersten zwei Tage als Knöllchen. Mit Knöllchen. Und jetzt? Officer, wir haben in letzter Zeit Beschwerden über Raser erhalten. Könnten Sie sich die zur Brust nehmen? Ich kann das übernehmen. Ja. So. Jetzt dürfen wir Raser nehmen. Die Frage ist, wie machen wir das? Warte mal. Ist das jetzt eine Pistole, ne? Okay, dann packen wir die wieder weg. Ja. Okay, mit L1 dürfen wir Raser melden. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich mich hinstelle. Hier scheint eine vielbefahrene Straße zu sein. Ich guck mal gerade. Die Frage ist, wie schnell der ist. Ich würde jetzt gerne mal reingucken, wie die Steuerung ist mit der... Radarpistole. Zieltool, Aufrüstung, Zieltool. Ach hier, warte mal. Radarpistole, Ausrüstung. Ja. Gut. Das war so ein bisschen der Gedanke dahinter. Okay. Also müssen wir jetzt schauen, dass wir heute, wahrscheinlich heute nur, ein paar Raser nehmen. Aber jetzt ist das lustig, jetzt kommt nämlich nicht. Was ist denn hier eigentlich das Speedlimit? So nebenbei. 35 oder 25? Gut zu wissen. Der ist noch zu wenig zu der Witz. So. Der war zu schnell, also wird er gemeldet. Wir haben unseren ersten Raser mit 37,6 km/h. 2 km drüber ist geblitzt worden. Jetzt scheint sich auf die ganzen Autos, die hier noch so Dings haben. Wir haben ja theoretisch. Warte mal, wir könnten ja trotzdem. Wir müssen ja trotzdem was machen. Auf dem Bürgersteig. Ich krieg trotzdem noch ein Knöllchen. Aber wir werden trotzdem jetzt erstmal hauptsächlich mit der Radarpistole unterwegs sein. Der hat 35 drauf. Ist damit quasi okay. Wir haben jetzt sogar mal aus Jux und Dollerei einfach den Wagen jetzt. 30. Wir müssen schnell einfach mit auf der Straße und melden, machen Raser mit so Blitzerdinger. Welche Person jetzt gerade? Das war hier, ne?
ist jetzt allzu schlimm. Ja. Hier schau mal 25. Hallo. Ah, ich habe da jetzt. Ich muss jetzt mal irgendwie einen Standort zu. Wir haben jetzt kaum das geschafft. Also wir haben einen Raser gefunden. Aber ich muss mich mal auf eine bestimmte Position stellen, damit ich einfach mal ein bisschen was hinkriege. Okay, das ist ein Taxi. Das ist. Der steht ja sowieso gerade. Also hier scheint 25 als Speedlimit zu sein. Ja, die dürfen gar nicht weiter. Scheiße, ich muss eigentlich jetzt wieder zurück, meine Wenigen. Ja, von der Kurve ist es immer toll. Kann ich einfach durch wieder zurück auf die Hauptstraße? Ja, ne, da. Perfekt. Super. Wir gehen einfach mal wieder Richtung Hauptstraße unterwegs, weil da scheint wohl was mehr unterwegs zu sein. Ah ne, 35 ist, ne? Erlaubt mit 38 geblitzt. Ich will den Weißen mal auf dem Schirm haben da vorne. Okay. Bin jetzt gerade mit Blitzen beschäftigt, das ist unwichtig. Okay. Okay, passt. Okay, immer noch nicht. Habe ich jetzt hier einfach bewusst hingestellt, damit ich es mal Sünder finde. Okay. Aber sowas von! Über 40! Kommt gerade nichts, haben sich wahrscheinlich schon rumgesprochen. Da steht ein Polizist mit der Radarpistole, Junge. Aber nein, warte mal.
Erwischt. Ja, dauert jetzt. Ist jetzt halt so. Auch du bist erwischt. So, Abfall. Ich belange Sie wegen Umweltverschmutzung. Das macht 25 Dollar. Ich dachte nicht, dass das so teuer wird. Pech. Perso. Darf ich Ihren Ausweis? Eigentlich wollte ich jetzt nur melden. Hier ist er. Ist sogar noch gültig. Alles klar. Tschüss. Schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. Aber ich mache weiter mit Umweltsünder. Dafür bin ich ja da. Fotos zu machen. Also nicht Fotos zu machen. Doch, Fotos zu machen. Tatsächlich, natürlich. Brauchen wir nicht. Ist okay. Warte mal. Melden. Mit 38,2. Hier ist 35 immer. Ist schnell durchs. Ja. Der ist definitiv. So, Radarpistole wieder ausrüsten. Erwischt. Ja, das ist okay. Alter, davor nicht. Wir werden schön heute noch hier stehen bleiben und noch Fotos machen. Beziehungsweise Leute überführen, die zu schnell sind. Das Taxi passt. Sehr vorbildlich. Hier ist aber schnell. Ja, moin. Das ist okay. Der Reis ist auch okay. Weiter kann man sehen, mein Taxi. Ganz, ganz böse. Ein Taxi sollte eigentlich hoffentlich sein. Ich meine, ich habe das ja schon mal eingangs erzählt bei der ersten Folge, dass ich tatsächlich mal bei der Polizei Praktikum gemacht habe. Und ist tatsächlich auf die Reihe. Neuer Rekord, ne? Es mal geschafft hat, tatsächlich vor einer Schule, wo 30 erlaubt ist, aus natürlich Sicherheitsgründen, einen Schulbus mal geblitzt haben mit 55. Ja, Thema Vorbildfunktion. Der wird wahrscheinlich eine Weile ohne Führerschein gewesen. Also hat richtig Ärger bekommen. Und ich bin selber Busfahrer tatsächlich von Beruf. Und habe dafür halt kein Verständnis, weil gerade man weiß ja, wie viele Leute da, wie viel Verantwortung man hat und alles. Und dann gerade beim Thema von der Schule, wo halt Kinder rumlaufen oder rüberlaufen oder was auch immer, sollte man eigentlich tun, nichts an die Geschwindigkeit halten. Taxi ist mir jetzt durchgegangen, der hat M39 drauf.
Der ist okay, aber der hier nicht, ne? Doch? Ist er wohl. So, wenige Zeit haben wir noch, bis wir unseren Dienst für heute abgearbeitet haben. Ich meine, wenn ihr Bock drauf habt, ich kann auch die Schichtzeit ein bisschen hochsetzen auf 20 Minuten, ne? Aber ich würde sagen, viertel schon, das reicht, das passt. So, 46,2 der rote. Das ist, glaube ich, heute der neue Rekord. So. Gehen wir noch ein oder schaffen wir es? Ist heute vorbei. Da kommt noch irgendwas, aber dann machen wir Ende für heute. Ich glaube, ein größtenteils ein schnell. Was Schnelles kriegen wir heute nicht mehr, oder? Ihre Schicht ist um, Officer. So, den werden wir noch mitnehmen und dann machen wir Feierabend für heute. Jo, dann haben wir es geschafft. Und haben einige Sünder geholt. Einer war, glaube ich, der schnellste war jetzt der letzte mit 46,2 km/h, den wir da sanktioniert haben. Hallo, Officer. Moin. Wir haben nur wenige Sehenswürdigkeiten hierbei noch entdeckt. Also wir sind ja neu im Stadtviertel und wir werden jetzt noch eine oder andere sehen. Die haben wir eine Sehenswürdigkeit haben. Ich denke mal, wir werden wahrscheinlich in der nächsten Folge dann auch noch mal ein bisschen blitzen. Dass wir das nächste Stadtteil freischalten und wir wieder eine weitere Aufgabe bekommen. Aber wie gesagt, mal schauen. Zero, okay. Komm hier nicht runter. Müssen wir mal gucken, ob wir hier tatsächlich einen U-Bahn können. Komm, wir machen es mal. Wir haben ja ein bisschen. Also unsere Schicht ist zwar beendet, aber wir gehen mal kurz runter zur U-Bahn, ob wir weit weiterkommen. Okay, das ist tatsächlich sehr mau. Schade. Ich hätte jetzt gerne mir doch die U-Bahn angeguckt. Aber gut. Ist halt so. Wer hat Abfall von meinem Laden weg? Keiner. Okay. Ich dachte, schade. Ich hätte ja sagen. Gut, ich weiß, dass jemand was gemacht hat. Ich habe die Position nicht gefunden. So, moinsen. Und wir werden heute unsere Schicht beenden. Und schau mal, wie der Bericht aussieht. So, Verkehr. Parken. Einen Parker haben wir dabei. Wir haben vier geschafft. Haben wir zweite? Ja! Eine Fotokamera! Okay. Leichter Unfall. Nice. Chester. Das kann sein, dass wir Unfälle mal machen wieder. Um mal was anderes reinzukriegen. Gut. Ich würde sagen, wir machen einen kleinen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge und dann schauen wir mal, was passiert. Bis dahin. Tschüssi.